Grundsätzlich geht es natürlich darum, dass wir mit weniger Material für mehr Menschen bauen wollen. Wir sehen uns als Planer und Berater, der für die Endqualität ein Bauwerk steht. Im Sinne der Schönheit, im Sinne der Ressourceneffizienz, im Sinne der Besonderheit. Das ganze Museum ist stützenfrei, bis auf die Stützen an der Fassade, die eine ganz besonders entwickelte dreidimensionale skulpturale Form haben. Ich träume persönlich von Projekten, wo gar keine Pläne mehr notwendig sind, sondern wo alle die Prozesse an Modelle erfolgen werden. Das National Museum of Qatar war sozusagen ein Meilenstein der BIM-Modellierung, denn es ist ein Pionierprojekt für die Integration und Erzeugung von großen Gebäudedatenmodellen. Ich sage immer, nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern ich sage, die Natur ist das Maß aller Dinge. Das heißt, bei all unserem Tun und Handeln müssen wir Sorge dafür tragen, dass wir die uns umgebende Natur nicht verletzen oder in irgendeiner Form negativ beeinträchtigen. Weil wenn diese uns umgebende Natur nicht mehr funktioniert, dann können wir auch nicht funktionieren.